Jetzt geht's los. Die Maus, jetzt auch bei YouTube. Augen auf, Ohren auf. Sei du klug und sei dabei, wenn ich in Hamburg unterwegs bin und so. Mit der Money Show. Hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zur Money Show. Und auch ein herzliches Hallo an meinen guten Freund und Co-Moderator William. Moin, Money. Und hallo da draußen. Ich freue mich riesig auf die heutige Sendung, denn es ist ja auch unsere Premiere. Ja, richtig. Das ist unsere erste Sendung überhaupt. Und ich bin richtig aufgeregt. Ich auch, denn wir haben richtig spannende Geschichten für euch und tolle Themen. Genau. Wir haben Phil durch Hamburg geschickt und der hat sich angeschaut, welche Lieblingssportarten die Kids in Hamburg und Umgebung haben. Danach haben wir einen ganz besonderen Gast hier, Alina Tiedemann. Sie ist bei der Hamburger Polizei und arbeitet gerade im Polizeimuseum. Und sie wird uns erzählen, wie das so ist bei der Polizei. Ich finde es richtig spannend, weil ich eigentlich auch mal Polizist werden wollte. Und was willst du jetzt werden? Na, was für eine Frage. YouTube-Star natürlich. Klar, was denn sonst? Aber William, dafür darfst du heute auch noch eine Runde Räuber jagen. Du spielst gegen Alina mein Spiel. Aber dazu später mehr. Richtig. Anschließend kommen wir zu unseren Stadtteilsparern. Hier besuchen wir Kids in Hamburg und Umgebung und fragen, wofür sie ihr Geld sparen und was sie damit machen. So, bevor wir nun zu Phil schalten, habe ich noch meinen Tageswitz für dich, William. Achtung, wie nennt man einen Cowboy ohne Pferd? Keine Ahnung. Sattelschlepper. Jetzt aber zu Phil. Hallo, ich bin Phil und ich bin heute unterwegs, um euch eine coole Sportart vorzustellen und euch zu motivieren, mal was Neues auszuprobieren. Ich bin heute in Hamburg im Skateland und bin verabredet mit einem anderen Phil, der das schon sehr gut kann. Und der wird uns heute ein bisschen was zeigen und was dazu erklären. Es geht um Scooterfahren. Moin. Hallo Phil, alles gut? Ja. Komm, wir setzen uns. Also Phil, erzähl doch mal, wie du zum Scooterfahren gekommen bist. Ja, ich bin früher Skateboard gefahren und meine Freunde sind dann irgendwann auf Stuntscooter umgestiegen. Und dann habe ich mir gedacht, probiere ich es mal aus und hat mir Spaß gemacht und jetzt fahre ich Scooter. Alles klar. Und wie lange fährst du schon Scooter? Jetzt schon seit 2 Jahren. Mhm. Kann man auch sagen Roller fahren? Dann mögen wir eigentlich alle nicht so gerne. Nicht aber so gerne. Also Scooter fahren, das ist schon der richtige Begriff. Mhm. Okay. Was macht dir eigentlich am Scooterfahren am meisten Spaß? Also was begeistert dich daran? Dass man halt einfach, wann man fahren will, wo man fahren will und nicht irgendwie wie bei anderen Sportarten auf den Trainer angewiesen ist. Und beim Scooterfahren kann man halt einfach kreativ sein und das machen, was man will. Brauchst du jedes Mal so eine Halle hier oder geht das auch auf der Straße oder im Park? Ja, man kann auch auf der Straße halt auf dem flachen Boden machen. Macht den meisten Leuten jetzt nicht so Spaß, mir auch nicht. Also gehe ich lieber immer auf den Skatepark. Welches Equipment braucht man eigentlich zum Scooterfahren? Also von den Schonern her braucht man halt Knieschoner, das ist sehr wichtig, weil man meistens auf die Knie fällt. Dann einen Helm und wenn man, das kann man sich selber aussuchen, halt einen Mundschutz. Okay, und natürlich so ein Scooter selbst ja, auch, ne? Was denkst du so, mit welchem Alter kann man anfangen? Ich denke, das ist eigentlich völlig egal. Man kann mit 5, 6 Jahren anfangen, aber auch mit 40, 50, ist völlig egal. Machst du noch andere Sportarten oder wie bereitest du dich auf das Scooterfahren vor? Also andere Sportarten mache ich nicht, aber ich bereite mich auf Scooterfahren so ein bisschen auf dem Trampolin vor, übe da meine Saltos und ein bisschen auch die Tricks. Was sind denn so die Haupttricks, mit denen man so anfängt? Also die Grundtricks sind Barspin, das ist einmal Lenker drehen und einmal Tailwhip, das ist das Deck einmal rumdrehen. Das sind auch so die Tricks, mit denen man anfängt. Also erklär uns doch mal, wie dein Scooter aufgebaut ist. Als allererstes haben wir hier die Bar, die Griffe, das Deck, das ist da, wo man draufsteht. Okay. Die Fork, wo das Vorderrad eingeklemmt ist. Also die Gabel. Das hier, die Räder sind die Wheels. Hier hinten ist die Brake, die Bremse. Und hier vorne ist die Clamp, die das alles zusammenhält. So, nun haben wir genug geredet über das Scooterfahren. Jetzt möchte ich das Ganze gerne in Action sehen. Dich in Action sehen und ich selbst will es auch mal ausprobieren und bin schon ganz gespannt. Komm, los geht's.
So, ich habe mir jetzt ein bisschen Equipment besorgt. Ein Helm, einen coolen Scooter. Und Phil zeigt mir jetzt so ein bisschen, wie das hier funktioniert. Ich fahre dir einfach hinterher, ja, okay? Einfach. Alles klar. Okay, okay. Hilfe! Mit einem Sprung jetzt. Yep. Okay, das war's für mich für heute mit dem Scooterfahren. Phil ist mir irgendwie davon gebraust, der ist viel zu schnell für mich. Aber auf jeden Fall eine tolle Erfahrung, macht super Spaß. Ich kann es euch empfehlen, aber ich bin erstmal draußen. Ciao. Das war spannend. Das würde ich auch gerne mal probieren. Das muss jetzt leider warten, Manni. Wir haben doch einen Gast, Alina von der Polizei. Ach ja, stimmt. Herzlich willkommen, Alina. Hey. Hi. Hi. Hey, Alina. Setz dich doch. Also, Alina, du studierst bei der Polizei, aber du machst dort etwas ganz Besonderes. Das stimmt, ich arbeite im Polizeimuseum. Genau, dort haben wir dich ja auch besucht. Aber jetzt würden wir gerne mal so ein bisschen wissen, was interessiert dich daran, Polizistin zu sein? Oh, da gibt es vieles. Ich wollte schon immer zur Polizei, seitdem ich kleines Kind war. Und habe mich dann beworben, musste Tests durchlaufen, habe dann bei der Kriminalpolizei angefangen und nicht bei der Schutzpolizei. Habe mich dann entschieden, aber zu wechseln, weil mir die Kriminalpolizei nicht so viel Spaß gemacht hat wie die Schutzpolizei. Ja, und jetzt bin ich Schutzpolizistin im dritten Semester. Von 6. Schutzpolizistin? Das heißt, du beschützt Mensch und Maus? Genau. Ich beschütze im Grunde genommen alle. Also meine Aufgabe ist es, auf Menschen aufzupassen, zu gucken, dass niemandem was passiert. Und falls was passiert, dass ich irgendwie noch was dafür tue, dass es besser wird. Ah, sehr gut. Siehst du, William? Jetzt können wir uns sicher fühlen. Und muss man als Polizistin sportlich sein? Ja, man muss sehr sportlich sein. Also wir haben viele Einsätze, in denen wir Menschen hinterherlaufen müssen. Da ist natürlich nicht immer nur ein freier Weg, sondern auch gerne mal eine Mauer oder eine Bank. Da müssen wir auch drüber hüpfen. Hindernisse, das müssen wir alles mitnehmen. Also man muss sportlich sein, ja. Muss man eigentlich in der Schule gut sein oder ist es egal? Naja, du musst schon in der Schule gut sein. Dort wird dir eine Basis gegeben, auf der du dann aufbaust. Mathe ist jetzt nicht unbedingt so wichtig oder Physik oder Chemie. Das brauchst du da an anderen Ebenen, aber der Grundstein ist erstmal Deutsch, dass du vernünftig lesen kannst, weil das unser täglicher Dienst halt erfordert, dass wir Berichte schreiben, damit wir ja später nachgucken können, was haben wir überhaupt gemacht und was ist der Einsatz gewesen, und das müssen wir natürlich protokollieren. Musst du oft Schießen üben? Naja, also Schießen wollen wir eigentlich so gut es geht verhindern, üben müssen wir es ganz oft. Und magst du es zu schießen oder magst du es ja nicht so? Also das Training macht Spaß, aber auch nur deshalb, weil man ein Ziel hat, das kein wirklicher Mensch ist. Ich hoffe, dass ich niemals in die Situation komme, draußen meine Waffe auf einen Menschen richten zu müssen. Und hast du auch manchmal Angst, wenn du im Einsatz bist? Angst habe ich tatsächlich nicht. Ich habe Respekt. Wenn ich Angst hätte, dann glaube ich, wäre der Beruf ein bisschen falsch. Und hast du schon mal eine spannende Verfolgungsjagd gemacht? Nee, eine Verfolgungsjagd nicht. Ich bin viele Sonderrechtsfahrten gefahren. Das heißt, Sonderrechtsfahrten sind die Fahrten, die jeder kennt, mit Blaulicht und Martinshorn durch die Stadt. Jeder muss Platz machen. Das hatte ich schon relativ oft. Aber eine Verfolgungsjagd zum Glück nicht. Die sind doch etwas gefährlicher. In so einem echten Polizeiauto mitfahren mit Sirene und so würde ich auch gerne mal machen. Aber das bist du doch schon. Ach ja, stimmt. Im Polizeimuseum. Aber das war ja auch ein ganz besonderes Auto, stimmt's, William? Ja, aber das können wir den Zuschauern doch mal zeigen. Gute Idee. Dann würde ich sagen, Film ab! Hallo! Kommt mit rein! Wir werden schon erwartet! Ja, herzlich willkommen, Manni! Hallo Alina, ich bin total aufgeregt, dass ich heute hier im Polizeimuseum bin. Und wer ist denn dieser Polizeibär hier?
Das ist Bruno, unser Museumsmaskottchen, und der sitzt immer hier und begrüßt unsere Kinder, die wir hier bei Kindergeburtstagen begrüßen dürfen. Ah, okay, verstehe. Also der kommt jetzt nicht mit auf die Rundtour. Nee, der muss leider hier sitzen bleiben heute. Okay. Ah, die Handschellen. Polizeikelle. Und dann ging's für mich ins Kittchen. Wie geht's dir da drin? Hey, ganz schön eng hier drin. So ein richtiges Mäuseloch. Möchtest du wieder raus? Aber das ist doch mäuseklar. Mach auf die Tür. Na gut. Uiuiui, ich bin unschuldig. Alina, erzähl doch mal, wo sind wir denn hier eigentlich? Das ist eine original alte Wache, nachgestellt aus den 60er Jahren, also ungefähr 50 bis 60 Jahre alt, mit einer alten originalen Zellentür. Ja, ganz schön ungemütlich und unheimlich da drin. Ich war wirklich froh, als ich wieder draußen war. Ja, aber jemand, der was Böses gemacht hat, soll es ja auch nicht zu bequem haben. Ja, das stimmt. Und ganz kurz, ich habe gesehen, der Computer hier auf dem Schreibtisch, der sieht ja wirklich merkwürdig aus. Genau, es ist eine Schreibmaschine. Die wird heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so häufig benutzt, war früher aber ja, der jetzt heute moderne PC bzw. Laptop. Aha, und dieses schwarze Ding mit dem Hörer, ich nehme an, das ist wohl ein Telefon. Genau, da gab es noch eine Wahlscheibe, also wenn du eine Telefonnummer anrufen wolltest, musstest du die Scheibe drehen, um eine Nummer zu wählen. Ah, verstehe. Wollen wir dann weitergehen? Gute Idee, ich folge dir ganz brav. Ah, eine alte Notrufsäule. Wo ist denn Alina? Mensch, Alina, da bist du ja. Wow, wie cool. Das ist ja ein echtes Polizeiauto. Wobei, das ist ja nur ein halbes Polizeiauto. Ja, das stimmt. Das ist bei einem Unfall leider mal komplett an der rechten Seite kaputt gegangen. Weshalb wir es umgebaut haben, damit es das Museum bekommen kann. Und wie habt ihr das hier reinbekommen? Das Auto wurde so weit geschnitten, dass wir es durch dieses Fenster dort hinten hier reinheben konnten. Aha, verstehe. Und jetzt fährt es auch nur noch halb so schnell. Nee, es fährt leider gar nicht mehr, aber es kann was anderes. Möchtest du das mal sehen? Gerne. Uiuiui, ganz schön laut. Aber wirklich cool. So ein Auto hätte ich auch gern zu Hause. Ja, das geht leider nicht. Aber wollen wir uns noch den Helikopter angucken? Gerne, ich bin dabei. Und auf dem Weg dorthin wurde ich gleich vermessen. Und auch bei der Spurensicherung haben wir Halt gemacht. Schicke Schuhe. Und hier ist nun der echte Hubschrauber. Leider passe ich nicht ganz rein, weil meine Ohren zu groß sind. Ja, das ist richtig, aber die Kinder können ja drin sitzen. Aha, und was können die machen? Naja, wir haben eine Flugsimulation, da können sie einen echten Einsatz fliegen, um mal so ein bisschen reinzugucken, wie man in so einem Hubschrauber Einsätze fliegt. Okay, also ein Flug über Hamburg? Genau. Ah, verstehe. Alina, das mit dem Hubschrauber hat mir wirklich besonders gut gefallen. Ja, gerne. Der war ja auch wirklich im Einsatz. Vielen Dank, Alina, dass du uns heute alles gezeigt hast hier. Und jetzt gehen wir zurück ins Studio. Das war toll. Danke, Alina, für den schönen Tag bei euch im Polizeimuseum. Ja, ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank. Ich hatte viel Spaß und habe gelernt, was es bedeutet, Polizistin zu sein. Es geht nicht nur darum, Räuber zu fangen, es geht zum Beispiel auch darum, den Menschen zu zeigen, wie sie sich selbst schützen können. Das stimmt. Gib's zu, Manni. Ein Polizeiauto hättest du auch gerne zu Hause. Klar, aber nun wollen wir mal sehen, wie gut Alina Räuber jagen kann. Jetzt kommt die Manni-Challenge. William tritt gegen Alina an. Wer von euch beiden in 30 Sekunden mehr Goldtaler einsammelt, der gewinnt. William, ready? Ja. Alina, nimmst du die Challenge an? Ja. Mäuse stark, dann geht's jetzt los. 3, 2, 1, go!
schnapp sie dir, William. Alina hat keine Chance. Sehr gut. Ah, sehr gut. Halt, stopp! Oder wie sagt man bei der Polizei? Wir haben einen Sieger. William, der beste Räuberjäger. Also zumindest hier bei uns im Studio. Sonst wahrscheinlich Alina im echten Leben. Alina, vielen Dank, dass du bei uns gewesen bist und was du uns alles Tolles erzählt hast. Wirklich mäusestark. Ja, vielen Dank. Ich habe zu danken, dass ich hier sein durfte. Kommt gerne nochmal vorbei. Gerne, aber nicht im Kittchen. Hihihi. Und außerdem habe ich für dich noch ein kleines Geschenk. Schau mal. Oh, vielen, vielen Dank. Ein kleiner Bunny. Den kannst du jetzt immer mitnehmen zum Einsatz. Also. Dann bestimmt auf mich auf. Vielen Dank. Genau. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Money Bam. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Komm gut nach Hause und fahr vorsichtig. Ihr auch. Mensch, William, das war ja wirklich super spannend mit Alina. Ja, fand ich auch. Und, möchtest du auch Polizist werden? Ich weiß nicht so ganz. Naja, das kannst du dir nochmal in Ruhe überlegen. Und wir gehen jetzt wieder zu den Stadtteilsparern und schauen mal, was die Kids so mit ihrem Geld anstellen. Dafür schalten wir rüber zu Phil. Hallo, ich bin's Phil und ich bin heute mal wieder unterwegs im Auftrag von Money. Heute hier in der neuen großen Bergstraße in Altona. Und wir versuchen mal ein paar Kinder zu finden und wir versuchen herauszufinden, wofür die ihr Geld sparen und wofür sie ihr Geld anlegen. Also schauen wir mal, wen wir hier finden. Sparst du Geld? Ja. Ja? Wofür hast du denn bisher schon gespart? Für Playmobil, Puppen und auch Freundschaftsketten. Für eine Freundschaftskette? Aha, was ist denn eine Freundschaftskette? Da kann man eine Freundin haben und da eine Freundin hat Best und die andere Friends, aber es geht auch zu dritt. Dann hat der eine Best, der andere Friends und einer Forever. Und was ist dein nächstes großes Sparziel? Kopfhörer. Kopfhörer? Ganz bestimmte Kopfhörer oder einfach nur Kopfhörer? Einfach mal Kopfhörer. Okay, dann drücken wir dir die Daumen. Und dass du ordentlich Geld sparst. Erzähl doch mal, wofür sparst du dein Geld? Also, ich spare für meinen Cousin und dass wir ein Haus kaufen zum Beispiel. Ach, du sparst schon für ein Haus? Ja. Okay, das ist ja toll, da hast du ja ein ganz großes Sparziel. Und wofür sparst du noch so? Eine Nintendo Switch kaufe ich mir zum Beispiel. Wofür hast du bisher gespart? Auf ein Handy. Auf ein Handy? Ja. Das hast du dir selber gekauft? Ja, sozusagen, ja. Wofür sparst du als nächstes? Auf ein iPad. Auf ein iPad? Ja. Und was möchtest du mit dem iPad machen? Ich male sehr gerne und darauf würde ich gerne malen oder sowas, ja. Klasse, vielen Dank. Gerne. Ciao. Tschüss. Tschüss. Und damit gebe ich zurück ins Studio zu Money. Das war ja ein spannendes erstes YouTube-Video. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ja, ich mich auch. Aber Manni, haben wir nicht was vergessen? Wir wollten den Kindern doch den Tanz zeigen. Richtig! Kinder, macht mit! Steht auf und tanzt mit uns den Manni-Tanz. 1, 2, 3! Jetzt geht's los! Money, money, money.